Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Wir behandeln wieder eine neue Muskelgruppe mit einem Beispieltraining, wie das Training aussehen kann. Meiner Meinung nach, was Sinn macht für die Allgemeinheit. Also nichts Spezielles, ne? Weil dafür ist klar, es gibt gewisse individuelle Punkte bei jedem, worauf man achten muss. Aber ein generelles Training, das kann ich euch schon zeigen. Es geht um Thema Beine. Wer sich von euch fragt, ob ich nur einen Tanktop habe, weil ich das im Anhab, ja, ich habe nur einen Tanktop, was mir passt. Ich nehme mir jede Woche vor, ein neues zu kaufen, aber ich komme immer drüber hinweg. Dann muss ich wieder ein Video drehen, dann denke ich, scheiße, jetzt muss ich schon wieder das Tanktop anziehen. Also Beintraining, wie sieht das bei mir aus? Wie kann es generell aussehen, was meiner Meinung nach Sinn macht? Erstmal aufwärmen. Aufwärmen kann sein 5 Minuten Fahrrad, kann sein 5 Minuten Laufband, 5 Minuten Crosser da. Irgendwas, was die Beine ein bisschen erwärmt und euch kopftechnisch auf das Training vorbereitet. Womit fange ich da an? Wir gehen jetzt davon aus, dass wir Beine zusammen trainieren. Also Beuger und Strecker, ne? Vorderseite und Hinterseite. Ich fange immer mit der Hinterseite an. Das Kniegelenk am besten immer von hinten warm machen, dann ist es besser gesichert. Das könnt ihr euch schon mal merken. Sowieso bei mir eine Schwäche der Beuger. Deswegen bei mir der Fokus auf die hintere Seite. Ist übrigens bei den meisten Leuten so. Die meisten Leute, gerade Fußballer, bei Fußballern ist das extrem, haben eine sehr krasse Disbalance zwischen vorderem Bein und hinterem Bein. Vorne ist immer stärker. Also ich schätze, 3/4 von euch hat dasselbe Problem wie ich. Worauf müsst ihr hier achten? Ganz schnelles Ding bei der Einstellung. Wenn ihr euch hinlegt, das Knie soll auf Achsenhöhe sein. Ne? Also ich will nicht, dass das Knie hier oben drauf ist oder dass das Knie da unten ist. Das hier je nach Beinlänge einstellen, ist klar. Aber das Kniegelenk immer auf Achsenhöhe, dann habt ihr keine Scherkräfte aktiv. Dann ist das Gelenk gesichert, alles top. Nächste wichtige Sache, wenn ihr drauf liegt, ich erzähle das erst, bevor ich zeige, die Hüfte auf das Polster drücken. Sehr viele Leute, das werdet ihr sehen, machen immer so ein Hohlkreuz, also drücken den Arsch nach oben. Dann nehmt ihr den Beinbeuger aber ein bisschen raus, das wollt ihr nicht machen. Also immer die Hüfte aufs Polster drücken und drauf bleiben, während ihr die Bewegung macht. Wie weit das Fußpolster nach hinten geht, kommt darauf an, wie lang eure Beine sind und was für euch das bessere Gefühl gibt. Ich habe immer ein besseres Gefühl, wenn das Polster ein bisschen näher dran ist. Da kriege ich den Muskel besser, als wenn es mir hinten fast am Hacken hängt. So, Hüfte rauf, also Po anspannen, runterspannen. Haben, fertig. Mein Polster ist jetzt einen zu nah, das rutscht ein bisschen hoch, aber ist uns jetzt zum Zeigen scheißegal. Was würde ich hier machen? Ich würde hier 3 Sätze machen und ruhig Reduktionssätze. Den ersten würde ich normal machen, den ersten Satz 8 bis 12 Wiederholungen und dann würde ich 2 Sätze machen mit jeweils einem Drop. Schweres Gewicht auf 10 Wiederholungen, droppen und nochmal 10, sauber, kontrolliert, langsam. Als nächste Übung, jetzt wurde die hintere Kette erstmal ja schon bearbeitet, Kniegelenk passt alles. Als nächste Übung würde ich was Komplexes nehmen und zwar entweder Kniebeugen. Also die gerade Stange hängt das falsch, ich muss eigentlich da hoch. Oder Beinpresse zum Beispiel. Kann man gucken, kann man auswählen, aber ja, ich würde gar keinen Fokus jetzt auf vorne oder hinten legen bei den jeweiligen Übungen. Bei der Beinpresse können wir ja je nach Fußhöhe einen gewissen Fokus setzen für Quadrizeps oder dann für die hintere Kette. Ich würde tatsächlich mittig setzen. Fertig. Auch wenn die erste Übung nur für hinten war, aber wie gesagt, die hintere Kette ist sowieso bei den meisten Leuten zu schwach. Deswegen würde ich sie mittig setzen. So, ein bisschen auseinander, Fußspitzen ein bisschen nach außen, weil die neutrale Nullstellung vom Fuß geht immer ein bisschen nach außen. Wenn ihr den Fuß neutral stellt, ist er nie komplett gerade. Das heißt, Fußspitzen ein bisschen nach außen, Knie Richtung Fußspitze. Also das Knie soll nicht hier draußen sein oder hier drin, dann ist es scheiße fürs Kniegelenk. Ne? Immer eine Linie zur Fußspitze und dann macht ihr das Ding. Hier würde ich auf Gewicht gehen, hier würde ich 3 normale Sätze machen oder halt bei Kniebeugen. 12 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen und immer schön steigern. Du verletzt meine Privatzone, mach Abstand. So, nächste Übung würde ich wieder eine komplexe nehmen. Da könnt ihr entweder die Übung nehmen, die ihr aus diesem Übungspaar jetzt nicht gewählt habt oder zum Beispiel Nackenschmidt. Da würde ich auch wieder keinen, also mittig die Füße, fertig. Macht euch das nicht so kompliziert immer mit dieses, oh, ich muss jetzt einen Fokus darauf, ich muss die Füße in so und so viel Grad stellen oder sonst irgendeinen Scheiß, wenn ihr vorne und hinten gleichzeitig trainiert. Ihr habt bei der Geschichte, bei den Kniebeugen und hierbei immer primär mehr den Quad als hinten.
Also stellt nicht noch so, dass ihr nur den Quad habt und hinten ganz raus. Na, einfach normal. Volle Range bei jeder Übung, damit ihr auch alles kriegt. Dann ist der Po auch noch ordentlich mit drin. Passt. Fertig. Hier würde ich auch nochmal auf Gewicht gehen. Dasselbe wie bei dem Beispiel. 12, 10, 8. Immer höher und versuchen von Training zu steigern. Und wenn es nur 0,5 Kilo sind, scheißegal, der Körper registriert die Steigerung. Ne? Merkt euch das. Nächstes Übungspärchen wären entweder RDLs, also rumänisches Kreuzheben, für Hamstrings und für den Po, oder Hip Thrust einer Maschine oder mit Langhantel, ist egal, so wie ihr es besser merkt. Weil bei der, jetzt Beispiel Beinpresse und Hackenschmidt, werden wir Fokus vorne auf der Strecke haben. Erste Übung hatten wir Beuger. Dann machen wir jetzt wieder eine für die hintere Kette, Po und Hamstring gleichzeitig. Und da könnt ihr aussuchen, je nachdem in welcher Phase ihr euch befindet, ob ihr auf Gewicht geht. Sprich auch wieder so 12, 10, 8 macht. Viel mehr Sätze braucht ihr nicht machen. Oder ob ihr droppt. Das ist euch da überlassen. Das wäre jetzt einfach falsch, wenn ich da jetzt was vorgebe, weil das bei der Hälfte der Leute einfach nicht stimmen würde. Ne? Was ich zum Beispiel mache momentan, ich gehe halt auf Gewicht. Ich gehe auf Gewicht, beim Beinbeuger droppe ich, wie ich am Anfang gesagt habe. Dann würde ich jetzt zum Beispiel RDLs machen und würde da wieder auf Gewicht gehen und versuchen stärker zu werden. Das wäre dann aber meine letzte wirklich schwere Übung. So, Übung Nummer 5 ist dann wieder eine isolierte für vorne. Das heißt, wir fahren am Anfang isoliert hinten. Zwei Komplexe, wo beide drin sind, aber mehr vorne, ne, gearbeitet wird. Dann eine wieder nur für die hintere Kette. Jetzt haben wir noch einen Strecker mit 5, also als Übung 5. Ich habe gerade gesagt, keine Übung mehr mit schwerem Gewicht, ne, die letzte. Ja, stimmt nicht. Scheiße, hier gehe ich auch immer schwer. Hier mache ich momentan auch immer schwer. Das Ding ist, dieser Strecker geht bis 150 Kilo oder so. Oder 160, den kann ich nicht mal komplett machen, tatsächlich. So, dass es konstruktiv ist. Also habe ich die Möglichkeit, hier auch noch auf Gewicht zu gehen. Also zwei oder drei Sätze nur und versuchen, stärker zu werden. Wirklich bis an Exitus, ne, bis ich anfange zu kotzen oder so. Bei allen anderen Streckern muss ich immer auf Gefühl gehen. Weil die gehen halt meistens nur bis 100 Kilo. Das bedeutet in meinem Fall, dass ich da dann SST-Sätze mache oder sonst irgendwas. Ne? Aber auch nur ein oder zwei. Weil wenn ihr Beine zusammen an einem Tag trainiert, habt ihr viele Übungen. Viele Sätze, hört da auf, 4, 5 Sätze oder so bei manchen Übungen zu machen. Da reichen tatsächlich 3 oder 2 Sätze. Passt vollkommen. Letztes Übungspärchen fürs Beintraining wären dann Adduktoren und Abduktoren. Vernachlässigt die nicht, das habe ich schon sehr oft gesagt in den Videos. Könnt ihr einen Supersatz machen oder einzeln, würde ich, weil da ist man halt schwer, also schnell am Maximalgewicht. 80 Kilo jetzt zum Beispiel hier ist nicht viel. Ne? Das heißt, da würde ich zum Beispiel auf Gefühl gehen, 2 bis 3 Sätze. Ich mag es hier, wenn ich da jetzt keinen SST-Satz mache oder sonst was, sondern wirklich langsam zugehe und beim Aufgehen auch wieder gegenhalte, jetzt bei den Adduktoren. Ne? Also die positive und die negative Phase wirklich so 5 Sekunden mache, dann kriege ich ein unwahrscheinliches Brennen da drin. Das mache ich momentan, weil es mir momentan am meisten hilft. Dann wären wir bei 7 Übungen, aber so sieht das aus, wenn man beide zusammen trainiert. Deswegen sage ich, macht ruhig nicht so viele Sätze, guckt dann aber, dass jeder Satz passt. Wichtiges Ding. Ne? Jeder verschwendete Satz, bei dem Beispiel, ja, wäre kacke. Ansonsten müsst ihr Beine trennen, wenn ihr das nicht könnt. Ganz einfache Kiste. Waden würde ich jeden zweiten Tag machen, deswegen lassen wir Waden jetzt raus. Würde ich tatsächlich unabhängig vom Beintraining jeden zweiten Tag machen, 2 Übungen. Dann passt das Ding. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Könnt ihr ja mal nachtrainieren. Viel mehr zu sagen gibt es nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.